Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Tagen ist das Model Y erschienen und Oscar hat schon lange Zeit mit den Hufen gescharrt, dass er endlich eins sehen will. Und erfreulicherweise habe ich hier hinter mir ein wunderschönes rotes Model Y. Und daneben, damit ihr mal vergleichen könnt, das ist die ganze Familie außer dem Model X, ein Model 3, ein Model S, ein Model Y. Leider gehört es ja nicht mir, was heißt leider, ich weiß noch nicht, ich habe es ja noch gar nicht gefahren, sondern dem Jens, der auch auf YouTube aktiv ist und der mir heute gestattet, dieses Model Y mit dem Oscar mal genau anzuschauen. Du hast ja auch ein Video schon darüber gedreht, ein sehr ausführliches. Wie heißt denn dein Kanal? Sucht einfach mal unter Jens Bierkant, dort findet ihr das. Ne? Und Bierkant wie Wein und Kant mit DT. Genau. Wie gesagt, letzten Freitag habe ich das Model Y abgeholt. Immer noch das Tesla-Grinsen im Gesicht. Das ist eins der frühesten Modelle, die hier ausgeliefert worden sind, kann man sagen. Und ja, in Deutschland auf jeden Fall. Dein erster Tesla, oder? Das ist mein erster. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, sagen wir mal, mit Elektroautos. Aber es war schon lange mein Wunsch, also schon seit vielen Jahren eigentlich, auf jeden Fall mal ein Tesla zu haben. Es musste auch ein Tesla sein. Und dann irgendwann hat es halt gepasst, dass es ein Format auch ist, was auch passt in der Größe. Und das ist das Model Y dann geworden. Welches genau ist es jetzt geworden? Ein oder zwei Motoren? Das hat zwei Motoren, ist jetzt die Version 2021 und ja, die Batterie ist noch nicht die ganz neue, was man so liest auf dem Tesla Fahrer- und Freunde-Forum. Hat 77 Kilowattstunden, glaube ich, gell? Ja, die Batterie. Die anderen technischen Daten blende ich euch dann einfach ein. Und ja, ich würde sagen, wenn wir das dürfen, dann steige ich mal ein und fahre mit dem Oscar eine kleine Runde. Ist das in Ordnung? Könnt ihr machen. Vielen Dank, super. So geil. Model Y Videos gibt es sicherlich zuhauf, aber mein erster Eindruck erstmal und was Oscar und ich bei einer kleinen Testfahrt hier empfinden, das sollt ihr jetzt mal kennenlernen. Also zunächst mal natürlich, man kennt sich aus, es ist alles genau gleich vom Gefühl, man kann einfach losfahren und fühlt sich gleich zu Hause als Model 3 Fahrer. Ich bin auch mal gleich aufs Gas gestiegen und habe beschleunigt. Das ist eben diese Beschleunigung, die ich so, also jetzt gut vom Porsche Taycan und vom e-tron GT kenne, aber sonst von keinem anderen, was wir so gemacht haben. Okay, was ist mein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist, ich sehe hinten sehr wenig. Das muss ich natürlich sagen, das ist mein erster Blick da hinten. Das ist eine sehr kleine Luke, die wird schon reichen. Das zweite ist, dann gucke ich auf die Außenspiegel, jetzt komme ich gleich mit negativen Sachen, aber so ist es halt, und denke, boah, die sind aber klein. Wie überhaupt dieses Auto ja eher so ein bisschen gedrungen wirkt, ungefähr so ist das auch, wirkt so ein bisschen gestaucht, die Außenspiegel. Man sitzt natürlich höher, man hat so ein bisschen mehr dieses SUV-Gefühl, Übersicht. Diese Direktheit in der Lenkung und auch im Gaspedal, die ja so einzigartig ist, ist im Grunde vorhanden. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass das Ding halt höher ist, dass man beim Fahren, ja, also ich habe keine so gute Straßenlage. Ich würde jetzt hier nicht so Sportwagen-Moves mit dem Ding machen. Ich bin ja eigentlich nicht so der SUV-Fan, aber das hat tatsächlich alles, was am Model 3 geil ist, auch. Das hatte ich nicht erwartet. Also man kam um die Kurven, man konnte wenden, das Ding ist schnell und es zieht und macht alles, was es soll. Also erstmal vom Fahren her wirklich eine positive Überraschung. Und jetzt schauen wir mal, was die Größe mit dem Oscar-Test macht. Oscar, bist du bereit? Man muss dazu wissen, der Oscar träumt also schon seit langem von einem Model Y. Und jetzt gucken wir mal, ob er sich da auch wohlfühlen würde, wenn er hinten sitzt. Oh. Ah ja. Ja, boah, krass. Ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Also ich merke tatsächlich, was mir jetzt direkt aufgefallen ist, ist, dass hier unten an den Füßen viel mehr Platz ist, weil die Sitze einfach höher sind. Beim Model 3 muss ich die Füße so dazwischen quetschen und hier habe ich wirklich, kann ich die sogar schön bewegen. Meine Knie, alles schön frei, stößt nirgends an. Ist cool, ist auf jeden Fall ordentlich Platz. Der Sitz ist auf den Jens mit 1,90 eingestellt und also ich bin 1,93 und habe hier immer noch wunderbar Platz. Also das ist ordentlich. Ich will das Erlebnis natürlich auch mal haben. Bei unserem Model 3, wenn man die Tür zumacht, egal wie sanft, das klingt immer, wie wenn diese Tür auseinanderfällt. Und hier ist das einfach so ein richtig, ist einfach so ein solides. Boom. Okay. Ja, du bist ja jetzt schon seit Monaten spitz auf dieses Auto. Jetzt, was ist denn jetzt dein Eindruck? Ist es das, was du dir erträumt oder erhofft hast? Ja, voll. Also ich liebe ja das Model 3 wegen der Simplicity, wegen dem simplen Interior und so. Und das ist halt einfach exakt dasselbe. Interior. Ja, wie heißt das denn? Interieur? Das sagt ja niemand. Ja, der Inneneinrichtung könnte man auch sagen auf Deutsch. Das ist halt 1:1 dasselbe wie beim Model 3. Also. Ja, ich muss ja sagen, ich hatte eben diesen SUV-Vorbehalt,
den ich ja prinzipiell habe. Also ich finde ja immer, ein Auto muss so groß sein wie nötig, so wenig verbrauchen wie möglich und dafür einen von A nach B bringen. Und deswegen habe ich halt gedacht, unnötig, große Kiste. Ich bin ja auch nicht so groß, brauche den Platz ja nicht. Aber ja, eigentlich hat mich jetzt diese kleine Testfahrt schon fast wieder in Richtung dieses Autos gezogen, weil ja auch der Verbrauch ist ja nicht so hoch. Also wir sind ja jetzt viele SUVs gefahren in letzter Zeit und auch größere Autos, und die haben eigentlich alle sehr viel verbraucht. Der Jens ist, glaube ich, jetzt mal ein paar, also ist jetzt schon fast 1000 Kilometer oder sowas gefahren und hat so einen Schnitt von 16 Kilowattstunden, war an Autobahnfahrt mit dabei, ist einmal 150 gefahren. Also eigentlich macht das einen guten Eindruck. Es kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Also ich glaube, der kostet jetzt auch knapp über 60.000, sowas um den Dreh. Das ist natürlich auch eine Stange Geld, das ist dann doch nochmal ein Stänkchen mehr. Genau, gucken wir uns noch einen wesentlichen Vorteil an, glaube ich, nämlich wir schauen mal wenigstens noch hinten in den Kofferraum. Ne? Ja, was man als kleiner Mensch ja schon gleich mal sieht, das Auto ist deutlich höher. Ne? Aber was ich natürlich wirklich, es ist eine riesen Heckklappe, meine Fresse. Elektronisch aufgegangen, jawohl, hat auch natürlich diesen Knopf, den hat ja jetzt das neue Model 3 auch. Und das ist halt der entscheidende Punkt hier, da ist halt nicht diese Ablage, diese Strebe drin, und hier kriegt man dann auch ein bisschen was rein. Da haben wir natürlich wieder, oh ja, doch, das ist meiner Meinung nach sogar ein richtig schön großer, zusätzlicher kleiner Raum. Okay, naja gut, da kann man doch noch einiges unterbringen. Also mit den 7 Sitzen, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, da würde man viel von dem, was du gerade so geschätzt hast an Fußfreiheit und so weiter, dann doch wieder einbüßen und verlieren. Aber um Koffer tüchtig reinzuhauen und dann umgeklappt alles Mögliche drin zu machen, auf jeden Fall ein wunderbarer Kofferraum, E-Piano-Test sozusagen bestanden. Auf jeden Fall ein besonderes kleines Feature ist, dass man hier die Sitze von hinten umklappen kann für die Menschen mit den kurzen Armen. Und der andere, oh bumm. Ah ja, hier gibt es auch noch die Skifahrereinstellungen zum Durchschieben der Skis mit nur in der Mitte umgeklappt. Eigentlich super praktisch. Ansonsten alles, was man gemocht hat, schon bei Model 3 in groß. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Also nochmal ganz lieben herzlichen Dank, lieber Jens. Checkt auch seinen Kanal Jens Bierkant mit DT aus und schaut euch dieses Auto bis in jedes Detail 20 Minuten lang an. Es hat riesen Spaß gemacht, damit zu fahren. Ich würde sagen, es gefällt mir optisch nicht ganz so gut wie dem Oscar. Ich finde die Außenspiegel und diese gedrungene Form nicht so schön. Aber wenn man drin sitzt und fährt, dann es überzeugt einen leider beim Fahren des Autos. Ich würde das Geld im Moment nicht dafür ausgeben, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich cooles, schönes, großes Auto, mit dem man viel Spaß haben wird, nehme ich mal an. Es würde mir sehr am Herzen liegen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet. Dann gebt mir ein Like für dieses Video. Kommentiert gerne unten, was ihr vom Model Y und diesen ganzen schönen Tesla-Autos haltet, und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Lisa Dad.